Also ich bin, also ich abonniere einige wenige, sage ich so, Zeitungen und Zeitschriften, die renommierte Zeitungen in Deutschland sind. Und ich merke, dass alles wird gemacht, um die Tatsache zu verdrehen oder irgendwas zu verschweigen. Und was zu verschweigen ist eigentlich, ist nur eine Tatsache. Also wir reden über Odessa, wir reden über Mariupol, wir reden dann über, was weiß ich, Slawiansk und Kramatorsk. Aber eigentlich in deutschen Medien werden sie sehr selten lesen von der Tatsache, woher das alles kommt. Warum ist dieser Clash zustande gekommen? Wer kämpft mit wem? Das sind natürlich Separatisten auf einer Seite oder Terroristen und auf anderer Seite dann ukrainische Patrioten. Das ist uns klar. Aber irgendwie unverständlich, warum dieser Krieg läuft. Und da muss man natürlich dann von Weitem ausholen und sagen, was eigentlich überhaupt los ist. Und los ist, dass wir seit geraume Zeit schon eine gewisse Vorrücken der NATO Richtung Ukraine haben. Und wir wissen alle, dass da manches versprochen wurde, dass die NATO sich nicht nach Osten erweitern wird, aber das wurde nie unterschrieben, das war immer nur mündlich. Und immer sicherlich dann irgendwo so bei Gesprächen ohne, wie heißt das, ohne Jacken oder ohne Hals, also in Jacken. Und deshalb, es war kein Papierchen, wo das schwarz auf weiß steht. Und jetzt haben wir natürlich die Raketen, die früher in Westdeutschland standen, jetzt reden wir von Raketen in Polen und Rumänien. Also es war Tschechien noch im Gespräch, aber jetzt nicht, aber Polen und Rumänien. Das heißt, wir verschieben die Raketen dorthin und die Russen sagen, ja, aber wir haben so ein bisschen Angst vor diesen Raketen, weil diese Raketen werden dann uns vielleicht nicht angreifen, aber dieser Raketenschild zerstört Gleichgewicht zwischen Westen und Osten. Das heißt, wenn irgendjemand ein Gewissen hat, dass der andere nicht zurückschlagen kann, da hat er natürlich dann sehr gute Karten für einen Angriffskrieg. Und sagen die Russen, ja, wir sehen diese Raketen, die in Polen und in Rumänien und diese Gespräche über Raketenschutzschild und da möchten wir mitmachen, sagen die Russen. Und wir haben Angst. Und die Amerikaner sagen, nein, ihr braucht keine Angst zu haben. Diese Raketen sind natürlich gegen Nordkorea gerichtet und gegen Iran gerichtet. Also diejenigen, die Globus nie im Leben gesehen haben, können natürlich so denken. Aber die Leute sagen, ja, aber dieses Vorrücken erstmal. Und dann sagen die Russen, ja, aber wir können doch mitmachen. Also wenn das nicht gegen uns ist, da können wir doch bei diesem Raketenschutzschild mitmachen. Wir haben gute Raketentechnologien, wir haben gute Raketen, wir haben da unsere Spezialisten und wir können uns auch gegen, was weiß ich, Nordkorea und Iran schützen. Wir machen mit. Amerikaner sagen nein. Und dann sagen die Russen, so wie unverschämt, wie die Russen sind, die sagen, ja, aber geben Sie uns vielleicht schriftlich, dass diese Raketen nicht gegen Russland gerichtet sind. Was denken Sie, hat Russland das bekommen? Nein. Das heißt also, einerseits, die Raketen bewegen sich Richtung Russland. Irgendwelche Leute erzählen, die sind nicht gegen Russland und Friede, Freude, Eierkuchen. Aber andererseits, diese Raketen werden in die Nähe von Moskau verschoben. Jetzt haben wir die Ukraine. Die Ukraine, das ist ein Batzenland. Also von Westen nach Osten, ich weiß nicht, aber auf alle Fälle etliche Kilometer. Und wenn wir jetzt diese Raketen von
Ostgrenze Polens auf die Ostgrenze von der Ukraine verschieben. Was denken Sie, welche Auswirkungen das alles hat? Ich stelle nur eine Frage. Was denken Sie, wie viel Zeit braucht eine Rakete, um von der Ostgrenze der Ukraine und Westgrenze Russlands bis nach Moskau zu fliegen? 10 Minuten, 20 Minuten, 20 Sekunden, ja. 7 Kilometer pro Sekunde. 400 Kilometer. Das ist die Antwort. Das heißt, also irgendwo sind wir unter einer Minute. Unter einer Minute, das heißt, derjenige russische Soldat, der an irgendwelcher Rakete, da kann er nicht mal Tee trinken, wenn die Raketen gestartet sind. Und da habe ich auch die Analyse eines israelischen Geheimdienstler gelesen und er sagt, wenn dort NATO-Raketen stehen oder amerikanische Raketen stehen, ist gesamte Raketensystem in Russland Schrott. Verstehen Sie? Und wenn ich sage, die Polen haben Angst vor Russen und die Letten und Esten und Litauer und was weiß ich, alle haben Angst vor Russen, dass die mit Panzerdivisionen dann dorthin kommen und alle nochmal erobern. Ich kann das nachvollziehen, weil die Russen haben das unter Stalin das auch gemacht. Deshalb, diese Angst verstehe ich. Aber ich frage, warum wird diese Angst von Russen nicht verstanden? Dass die auch Angst haben, dass die auch irgendwelche ihre Sicherheitsgefühl haben und sagen, wir möchten auch in Sicherheit leben. Und diese Sicherheit gibt uns kein Mensch. Wie entstand eigentlich diese Maidan-Bewegung? Maidan-Bewegung entstand, Euromaidan heißt das, aus der Tatsache, dass die Janukowitsch-Regierung hat abgesagt, Assoziierungsabkommen mit EU zu unterschreiben. Ich frage viele Leute und sage, was steht in diesem Assoziierungsabkommen? Und keiner kann mir sagen. Und einer sagt, das sind 600 Seiten, und anderer sagt 900 Seiten. Kein Schwein hat das gelesen. Aber irgendwas steht da drin. Und ich habe mir Mühe gemacht, nicht bis zu jedem Komma, aber doch die Überschriften wenigstens. Paragraph 7. Sie denken, in Paragraph 7 steht etwas über Werte europäische oder über Demokratie oder über die Rechtsstaatlichkeit. Nein. Um diese Werte zu transportieren, da braucht man natürlich dann Jahrzehnte vielleicht. Aber in diesem Paragraph 7, Bindestrich in Paragraph 10, steht über die militärische Zusammenarbeit. Und wenn wir sagen, wir sind noch nicht bei der NATO, aber EU, zum Großteil auch alle NATO-Mitglieder, das ist auch kein Kindergarten im Sandkasten. Und deshalb, und wenn in diesem Paragraph 7 steht das Wort Konvergenz der militärischen Bemühungen und Militärmaschinen von EU und der Ukraine, da kann ich durchaus vorstellen, dass da auch NATO irgendwo steht. 2004 haben sie angefangen, 2008 war die Ukraine bereit, NATO beizutreten. Also damals habe ich in Kiew Herr Volker Rühe getroffen und er hat gesagt, ja, wir sind bereit, Ukraine in die NATO aufzunehmen. Und die Frau Merkel hat gesagt, dass die Frage ist schon entschieden. Und dann
haben sie doch gemerkt, dass nicht die nicht das ganze Volk, nicht die Elite, nicht die ganze Elite in der Ukraine steht hinter diesem NATO-Beitritt. Und deshalb wurde das zurückgeschoben. Aber jetzt haben wir doch mehrmals gehört, dass NATO gesagt hat, unsere Türen sind offen. Die Ukraine hat im Parlament schon einen Gesetzentwurf über den NATO-Beitritt. Und da frage ich, was sollen die Russen machen? Natürlich haben sie Angst. Natürlich haben sie Angst. Und wie gesagt, ich habe vor Monaten gesagt, es kommt zu keinem Krieg. Aber jetzt, je weiter das geht, ich merke, dass ein Thema bei allen Scheinbemühungen um den Frieden, ein Thema kommt irgendwie nicht zur Sprache. Und zwar das Thema der verbindlichen Blockfreiheit der Ukraine. Also wieder will keiner sagen, Ukraine tritt nicht der NATO bei. Und in der Ukraine werden keine NATO-Truppen stationiert. Und in der Ukraine werden dann keine Raketen von amerikanischen Raketenschild stationiert. Weil vermutlich, und das ist dann meine ganz große, ganz große Angst, dass diese Geschichte mit der Ukraine kam nicht plötzlich im November vorigen Jahres zustande, sondern ich sehe diese Entwicklung in Zusammenhang mit diesem Vorrücken der europäischen Werte, die mit NATO-Raketen unterstützt werden. Und dieses Vorrücken immer Richtung Russland, immer Richtung Moskau, hat natürlich auch aus meiner Sicht den Sinn, dass wir unseren Kalten Krieg noch nicht begraben haben, dass diese Mächte Westen und Russland stehen unversöhnlich einander gegenüber und Westen im sozusagen in Form der NATO hat fest beschlossen oder ist fest der Überzeugung, dass wir, nachdem jetzt die Ukraine, jetzt haben wir auch im Juni vermutlich auch ein Assoziierungsabkommen mit Georgien, also diese Umkreisung wird dann noch enger, und dass wir dann auch als nächstes Ziel natürlich auch Russland haben werden, also wir meine ich, weil wir doch alle NATO-Mitglieder sind, auch in diesem Saal, und dann gibt es natürlich in Russland auch die Probleme, die früher in Jugoslawien gab es. Also Jugoslawien war Vielvölkerstaat und jetzt wurde das desintegriert. Und so ein Szenario Desintegrations-Russland gibt es auch irgendwo, kann ich nicht beweisen, aber irgendwo in ganz tiefen Schublade liegt das. Und deshalb denke ich, dass es leider sehr wenig Kräfte da sind, die wirklich an einer friedlichen Lösung des Konfliktes, die auch gibt aus meiner Sicht, arbeiten, sondern die werden alles dafür tun, um das weiter zuzuspitzen bei aller friedlichen Rhetorik, und dann kann das doch zu einem großen Krieg kommen. So sind meine Überlegungen. Dankeschön.